die Akkreditierung eines Piraten oder ist jemand der Meinung, dass jemand, der anwesend ist und hätte akkreditiert werden müssen und ist es nicht? Okay, ist es nicht der Fall, dann scheint es mit der Akkreditierung zu passen. Dann als nächste Übung. Gut. Nächsten Punkt. Ich habe schon mal vorab gefragt, da wurde jetzt keine spezielle Geschäftsordnung gewünscht. Das heißt, wir würden ganz normal nach dem gesetzlichen Verfahren wählen. Das heißt, wenn es mehrere Kandidaten gibt, kann man nur einem seine Stimme geben und der dann die einfache Mehrheit erreicht, ist dann der Direktkandidat. Seid ihr damit einverstanden oder zur Not könnten wir auch noch was beschließen, was anderes ist, aber die es anscheinend nicht viele Kandidaten gibt, braucht es das auch nicht. Okay, kein Widerspruch, dann nehme ich das mal so als gegeben hin. Müssen wir Presse und eventuell Gäste noch gesondert zulassen? Oder ist also Gäste sind eigentlich, okay, das ist bei uns in der Geschäftsordnung nicht. Also wir können gerne auch noch Gäste und Presse zulassen, formell, dann wäre es dafür. Und den Protokollführer bitte auch noch. Ja. Offiziell. Und der Gegend ist. Dann niemand mehr, weil es manchmal auch stimmt. Jetzt bräuchte niemand die offizielle Protokoll bzw. die Niederschrift für die Aufstellungsversammlung führt. Danke. Ich möchte da Nils vorschlagen. Ich weiß halt nicht, wie du im Namen heißt, aber es ist egal, ich habe genug Stimmkarten gesehen. Du hast den Job. Genau. Am Ende brauchen wir noch zwei Zeugen, die an Eisenstadt versichern, dass die Wahl nach demokratischen Grundsätzen verlaufen ist und dass jeder der Kandidat ausreichend Zeit hat, sich und ein Programm vorzustellen. Wer würde das am Ende übernehmen? Die müssen dann am Ende warten, bis das Protokoll fertig ist. Okay. Also wir brauchen zwei. Einmal über Fabian, einmal Jörg. Du hast die aufgeschrieben, die beiden? Ja. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen bei der CDU Kandidatenvorstellung eine Redezeitbegrenzung von 10 Minuten. Ist das okay? Oder wollt ihr mehr oder weniger? Also weniger ist gesetzlich kritisch. Haben wir denn überhaupt? Also gesetzlich ist immer die Regelung, dass 10 Minuten zugebilligt werden müssen. Wenn die Kandidaten sich kürzer fassen, ist es natürlich nicht schlecht, nicht ungern gesehen. Also die mehr als 10 Minuten? Okay. Dann fangen wir an mit der Landtagsaufstellung. Wer möchte denn kandidieren oder möchte jemand einen Kandidaten vorschlagen? Du möchtest kandidieren? Ich kandidiere. Okay. Sonst noch jemand? Okay, das macht es immer einfach. Dann hast du jetzt Zeit, dich vorzustellen in deinem Programm. Gut. Tja. Ich war ja in Max' Hütte auf der Bundestagsaufstellungsversammlung und habe auch andere Aufstellungsversammlungen in Screen schon angeschaut. Und schlimm fand ich erstens die Kandidaten, die alles abgelesen haben, und noch viel schlimmer waren die, die frei geredet haben und dann von ihrem Tagesablauf inklusive Frühstück erzählt haben. Von daher habe ich mir gedacht, einen kleinen Notizzettel zu machen, werde versuchen, so mit euch zu reden. Wenn es euch zu lang wird und zu langweilig, dann unterbrecht halt. Ich freue mich, dass doch ein paar Leute gekommen sind. Ich hatte schon immer das befürchtet, dass ich heute Nachmittag zu der Reihe nach die Absagen eigentlich gut sind. Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Kurze Vorstellung, wir kennen uns ja eh eigentlich alle größtenteils vom Sehen, so groß ist der Landkreis nicht. Mein Name ist Tobias McFadden. Ich werde Kalle genannt. Das hängt damit zusammen, dass ich vor 2 Jahren geheiratet habe und den Nachnamen meiner Frau genommen. Früher hieß ich Karl, deswegen jetzt noch Kalle. Ich bin, wie gesagt, verheiratet und habe inzwischen auch einen kleinen, gut 5 Monate alten Sohn. So viel zu meinem Familienstand. Zur Politik, wie bin ich zur Politik gekommen? Ich war lange Zeit, glaube ich, ein normaler, durchaus interessierter Bürger, aber es hat kein besonderes Interesse, mich selber zu beteiligen. Ich habe im Jahr 2001 mal, ist mir dann neulich eingefallen, mal an wen eigentlich genau geschrieben. Kann man an den Bundestag schreiben? Also ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall Richtung, war es schon Berlin damals, geschrieben, da ging es um Uranmunition im Jugoslawienkrieg und was da nicht alles verseucht wird damit und so und bla. Und oh Wunder, dass da Uranmunition verwendet wurde und eben, ich konnte mich noch erinnern, ich hatte das mal als PM-Magazin rumliegen von 1979 erst
einen Riesenbericht drüber, über A10 Warzenschwein, ein US-Kampfflugzeug, das eben so toll ist, weil es Uranmunition hat und damit Panzerungen durchschlagen kann mit diesem gehärteten Uran in den Geschossen, Projektilen. Und daraufhin habe ich also im Bundestag geschrieben, oder Bundestagsabgeordnete, was denn diese ganze dummische Begründung, ob es deutlich verleugnet, das Ganze ist, weil jedes Kind eigentlich wissen müsste, mit was dieses Flugzeug schießt, das war vor 20 Jahren schon bekannt. Und da habe ich auch ein paar interessante Antworten bekommen. Das war so das erste Mal, wo ich aktiv irgendwo gedacht habe, was machen die da eigentlich und warum? Und gedacht habe, ich mische mich da mal ein. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann kam uns aller Schäuble, der dann irgendwie mit innerer Sicherheit und Stasi 2.0 und so weiter ein paar Sachen gemacht hat, die mir gar nicht gefallen haben. Da hat es dann richtig angefangen, dass mich die Politik interessiert hat. Und da ist mir auch irgendwann so geschwunken, was da abgelaufen ist, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt da was dagegen aktiv unternehmen. Und dann haben wir eben ein paar Gautinger dann auch gefunden, Marco war ja auch dabei damals. Wir haben uns gesagt, jetzt irgendwas müssen wir machen, wir sind Demo, eine Mahnwache, irgendwas muss sein. Und dann wollten wir da was machen und haben dann festgestellt, ha, hat sich schon gar anders gefunden, das macht ja schon mehr, wissen wir gar nicht selber. Und da sind wir dann auf den AK-Vorrat München gestoßen, das war in der Validierung, der Klaus Müller, zu der ich als dabei war. Und dann waren wir also, da war ich auch dann beim AK-Vorrat Ortsgruppe München mit dabei. Da haben wir dann diverse Demos veranstaltet, sind auch nach Berlin zweimal gefahren, zur Freie Stadt Angst, auch mit Lautsprecherfahrzeug und mal Action für Miami. Dann war ich dabei, ich glaube 2008 war es, haben wir uns in Kassel mal getroffen, AK-Vorrat Bundesleiter, haben dort die Kasseler Vision entwickelt. Da ging es also darum, dass jeder die Autorität über seine Daten selber haben sollte und bestimmen, was in seinen Daten geschieht und was davon preisgibt und was nicht. Und ich bin 2010 auch nach Karlsruhe gefahren zur Urteilsverkündung in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Auch mit dem schon vorbereiteten Lautsprecherfahrzeug, falls wir spontane Demo machen müssten, je nachdem, wie das Urteil so ausfällt. Das waren diese AK-Vorrat-Aktivitäten. Und da habe ich dann auch Palle Thun und Rena Tangens kennengelernt vom Föhrbutt oder Froehbutt oder der Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs, ist es, glaube ich. Egal, also auf jeden Fall so ein Bürgerrechtsverein für Datenschutz und sowas. Und da bin ich dann dem auch beigetreten, weil ich eben Leute kannte. Ich bin glücklich, danke. Alles super. Ich bin immer noch Vorbundmitglied. Und weil mir auch keiner damals verraten hat, dass es eine Piratenpartei gibt, also das haben die irgendwie da gefordert und haben die sauber abgegrenzt, waren das wirklich politisch neutral. Bis zu dem Punkt, dass ich also nicht wusste, dass Wadi und Klaus bei den Piraten aktiv sind und Alex Bock. Das habe ich dann irgendwann selber aufgefunden, da war es allerdings schon 2009 und da bin ich auch beigetreten. Und habe dann mich dort schon ein bisschen im Bundestagswahlkampf engagiert und wild plakatiert im Landkreis Starnberg und sowas und eben dann irgendwann mal auch Jube Christoph und die anderen kennengelernt, die das alles organisierter gemacht haben als ich. Und dann gab es die ersten Stammtische und so weiter und so fort. Den Rest kennt ihr dann selber, wie es jetzt hier so gelaufen ist im letzten halben Jahr, Jahr ungefähr. Genau, was habe ich noch für weitere Interessen außer dieser piratischen Bürgerrechtspolitik? Ja, eines meiner Steckenpferde ist tatsächlich auch Bildung. Ich habe 1993, also was immer noch, was auch peinlich war bei allen Kandidatenvorstellungen, wenn sie dann gesagt haben, ich war damals Klassensprecher. Aber gut, ich habe 1993 als zweiter Schülersprecher am Otto-von-Hauben-Gymnasium damals eine Demo gegen Schulzeitverkürzung mit organisiert auf dem Michelin-Riemenplatz. Hat es langfristig gesehen nichts geholfen, G8 haben wir trotzdem, ich bin immer noch dagegen oder stehen sehr skeptisch gegenüber. Ja, gegen Studiengebühr bin ich dann natürlich auch, also als Pirat eigentlich selbstverständlich. Mich interessiert ja nicht nur soziales, auch soziales Engagement. Ich habe bewusst damals Zivildienst gemacht und bin nicht zum Bund gegangen. War bei den Johannitern mit Behindertenfahrdienst und mobilen sozialen Hilfsdienst. Ich trage auch die Vision eines DGE mit, sage ich jetzt mal. Ich halte es momentan für utopisch, aber als langfristiges Ziel durchaus erstrebenswert. Finde momentan unseren Beschluss, den wir in Straubing gefasst haben, mit der negativen Einkommensteuer, ein sehr, sehr gutes Ziel, das durchaus kurzfristig erreichbar wäre auf dem Weg dorthin. Ich bin kulturell engagiert oder auch, wie man sagt, vor allem Jugendkultur. Ich bin seit Jahrzehnten im Gautinger Jugendzentrum aktiv und dort auch seit gefühlt 10 Jahren der Vorstandsvorsitzende.
Vorsitzende vom Trägerverein des Jugendzentrums. Ich bin im Gautinger Kultuschke-Kreis engagiert. Das ist so ein Verein, der organisiert einmal im Jahr ein riesiges Festival dort mit vielen Bühnen über 3 Tage auf dem Meer hinweg. Und bin auch dort im Förderverein mittlerweile der Vorstandsvorsitzende. Bin ich noch weitere Vereine? Ach ja, apropos Kultur, Jugendkultur und so weiter. Ich habe diese Kinderliederbücher-Aktion, die so bayernweit lief, wo die Diskussion war, dass Kindergärten eben GEMA-Gebühren zahlen müssen, und wo die Musikpiraten eben gemeinfreies Liederbuch gedruckt haben. Da waren wir noch nicht ganz so aufgestellt wie jetzt. Da habe ich irgendwie 150 Liederbücher eigentlich allein im Landkreis verteilt, was relativ einfach ging, weil ich gute Connections im Kreis Jugendring wiederum hatte in Starnberg und einfach die Veranstaltung dort hingelegt habe und die Leute die Bücher abholen lassen durfte. Habe ich dann im Kreis Jugendring mal nachher da reingesetzt, die Leute kommen lassen, die ich nicht alle in Bautien gestoppt habe und weil ich selber abgeklappert habe. Genau. Ja, gegen Kommunalpolitik auf Christusgebiet in Gautingen, das ist beim Gläubigen fast Interesse, wenn man ein bisschen engagiert ist irgendwo, sei es im Verein oder sonst wie. Ich habe am Leitbildprozess in Gautingen auch teilgenommen, fand das auch sehr interessant. Und da ich jetzt schließlich der Kreis wieder ja, über die Schäuble und so weiter zum Piraten gekommen bin, innere Sicherheit ist durchaus ein Thema, vor allem weil ich nahe Verwandte bei der Polizei habe oder die mal bei der Polizei waren, das heißt, ich kriege nicht nur was die politische Seite mit und was es als Forderungen gibt und was die Polizei alles machen sollte und Sicherheit und hin und her, sondern ich kriege aus dem Polizeialltag dann auch mit, was die eigentlich wirklich bräuchten, wo die eigentlichen Probleme der Polizei sind. Von daher würde ich in der Sicherheit durchaus auch als Gebiet werden, das mich sehr interessiert. Damit kommen wir auch schon, könnt ihr nachher noch Fragen stellen, wenn euch da Details interessieren, zum Wahlkampf nächstes Jahr, weil viele Kandidaten immer gefragt werden, wie schaut es denn hier mit der Mobilität aus, hast du ein eigenes Auto und wie schaut es mit deiner Zeit aus, hast du Zeit, Wahlkampf zu machen. Ich habe ein eigenes Auto, ein Transporter, wo man auch schön Infostände alles dann transportieren kann. Zeit ist so relativ, ich verbringe momentan schon, ich hoffe, meine Frau schaut nicht zu, sicherlich 10, 20 Stunden pro Woche mit Piratensachen. Das ist auch schon fast nicht mehr ausbaufähig, aber ich denke mal, dass wir in der heißen Wahlkampfphase, wenn es dann im August, September sein wird, da ist es normalerweise ein bisschen ruhiger als im Job, hoffe ich mal, dass man das ja noch mehr Zeit aufbringen kann. Ansonsten, wie die meisten von euch wissen, mache ich ja Veranstaltungstechnik, das heißt, ich habe auch so Bühnen und Lautsprecheranlagen, was man nicht alles braucht. Und ich habe auch am Montag erst neue Plakate auf einer anderen Geschäftsstelle geholt, da steht uns nämlich noch was zu. Was noch? Ja, ein Pavillon haben wir jetzt ja quasi uns nicht gemeinsam entschieden, aber entschieden, dass wir einen bei dem Bezirk noch irgendwie anfordern durch Spenden. Vielen Dank auch, dass ihr da doch so viele mitzahlen wollten. Das heißt, ich denke, wir sind da ganz gut aufgestellt für den Wahlkampf nächstes Jahr. Auch gerade mit dem Fahrrad ist als Bundestagskandidat. Hoffen wir mal, dass wir dann gemeinsam durch die Landen tingeln können und mit Harmonios, Infostand und so weiter, dann viele Leute direkt ansprechen können. So, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, aber dafür gibt es dann auch eine Frage, wo du sie direkt einleiten wirst. Genau. An der Stelle gleich nochmal die Frage: Möchte jemand kandidieren oder jemand einen Kandidaten vorschlagen? Dann würde ich sagen, machen wir gleich mit der Fragerunde weiter. Ihr dürft. Also, ich habe mich durchaus ein bisschen eingelesen in die Zuständigkeiten, in die Ausschüsse, die ich übrigens ziemlich komisch strukturiert finde, und so weiter und so fort. Ich habe mich allerdings jetzt nicht wahnsinnig intensiv mit der Landtagsarbeit befasst. Ich sehe das Ganze relativ realistisch. Wir brauchen jemanden, der nächstes Jahr einen guten Wahlkampf macht und dem bewusst, dass die Chancen wirklich da einzuziehen jetzt nicht unbedingt so rosig sind. Ich sage mal, da kann ich mir das Ganze nächstes Jahr noch darüber Gedanken machen, wie die Geschäftsordnung vom Landtag ausschaut und so weiter und so fort. Wenn du mir den Umfragen vielleicht auch wieder irgendwo in tollen Bereichen sind. Aber momentan sieht da fast kein Anlass dazu. Ich stelle mir also relativ trockene Arbeit erstmal vor, auch viel Lesen, Aktenblättern sicherlich. Hoffe, dass, wenn ich da tatsächlich da rein müsste,
Leute im Hintergrund habe, denen ich dann auch die wichtigen Fragen stellen kann, auf Gebieten, die ich, wo ich jetzt kein Spezialist bin. Ich sehe mich selber auch mehr als Allrounder. Ich habe durchaus ein paar Themenschwerpunkte, aber ich bin nirgendwo so richtig gut, wie ich sagen wollte, dass ich kompetiere auf dem Gebiet. Das heißt, ich wäre sowieso angewiesen auf ein paar von euch und auch ein paar aus den Nachbarlandkreisen, die ich Gott sei Dank nicht kenne. Dann stellt mir eine relativ trockene Arbeit vor. Ich hoffe, dass man es ein bisschen schöner machen kann mit ein paar Bürgergesprächen, verstärkt auch Arbeit auf der Straße. Mit sicherlich wird es interessante Diskussionen auch geben oder Sachen, wo man teilnehmen kann. Aber alles in allem stelle ich mir schon eher als einen harten, trockenen Job vor, der nicht unbedingt immer nur Spaß macht und der auch viel Arbeit und Zeit kostet. In den Köpfen darum Mord, aber ihr habt ja nicht gemeine Sachen. Ihr dürft euch mehr Fragen stellen, ich bin noch nicht ausschneiden fertig. Okay. Wirst du bei der Listenaufstellung, gibt es eigentlich inzwischen schon eine Geschäftsordnung dafür oder irgendwie ein Vorgeben? Nein. Weiß ich noch nicht. Genau, nee, also ich meine, wirst du dich da auf einen vorderen Platz eher bewerben oder eher in den hinteren Reihen? Ich habe jetzt in der Listenaufstellung schon Gedanken gemacht und ich hoffe, dass sich mehr Leute noch Gedanken machen, weil die meisten, glaube ich, immer noch nicht klar ist, dass diese Liste eine ganz andere Bedeutung hat, wie jetzt das bei der Bundestagswahl. Also eigentlich sollte man es ja alphabetisch machen, meiner Meinung nach. Wobei dann auch wieder eine Ungerechtigkeit drin ist, dass halt die im Alphabet ganz vorne sind, auch ganz vorne stehen. Und da ist die Frage, wir könnten es auch losen. Oder wir könnten sagen, wir wollen ein paar Kandidaten richtig pushen, die sind richtig gut, die wollen wir unbedingt im Landtag haben, denen geben wir die ersten, weiß nicht, 5 Plätze und den Rest losen wollen wir am Abend. Keine Ahnung. Also, aber ich werde auf jeden Fall auf sein und bin dann mal gespannt, werde dann vielleicht auch Vorschläge zum Wahlverfahren machen, weil ich, wie gesagt, auch schon Gedanken gemacht habe. Bin gespannt, was da dann rauskommen wird, was da angenommen werden wird und ja, und dann schauen wir halt mal, ob es. Du kannst, soweit ich jetzt rausgefunden habe, zwar die ganze Liste ankreuzen, dann geht die Stimme aber zu auch das kein einziges Kandidatenkonto direkt, sondern nur an, wie gesagt, an die Partei als weitere Stimme. Und du kannst also keine, es ist nicht so, dass du automatisch den obersten Kandidaten ankreuzt, wenn du die Liste ankreuzt, sondern dann kriegt keiner von den Kandidaten eine direkte Stimme, aber halt die Partei. Die Frage ist, wie Leute machen das. Also ich hab mir auch die Statistiken der letzten Wahl tatsächlich angeschaut. Und es ist schon eine auffällige Häufung beim Listenersten. Und eventuell auch in Kreisen, wo der nicht antritt, da steht der Plan, also mit seinem eigenen Stimmkreis, wo er antritt, da steht er selber wiederum nicht auf der Liste. Das heißt, der zweite kriegt trotzdem jetzt auch noch mehr Stimmen. Also die ersten Plätze sind sicherlich wichtig, vielleicht auch die letzten. Ich weiß nicht, ob die Leute sich so anschauen aus so Listen normalerweise. Aber alles zwischendurch ist eigentlich, ja, für allerbesten. Und da liegt die Frage, was machen wir da? Und hoffen mal, dass da noch genug Diskussion innerhalb der Partei stattfindet, wie wir diese Liste sinnvoll zusammenstellen. Aber ich hätte noch kein Problem damit. Das sind nicht automatisch die ersten drei, sondern es ist in der Reihenfolge, was die Leute so eine erste und zweite Stimme bekommen haben. Und das sollte man noch intern genug kommunizieren, dass die Leute das wissen. Dann muss das in der Aufstellungsverfahren entscheiden. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir es einfach alphabetisch machen und fertig. Bitte zu mich in der Mitte dann und egal. Mal, ja, ich weiß gar nicht mehr, was es war, und ich glaube, ich habe mal Scheinwerfer in einem großen Saal aufgestellt, aber so im politischen Betrieb und nicht nur so eine hübsche Rahmenveranstaltung. Also, ich war schon mal im Gebäude, ich fand die Eingangskontrolle relativ lax, ich hätte auch eine Suche, wenn man einen Transporter haben können, da kann man nachgeschaut, aber von den Abläufen dort habe ich wenig mitbekommen. Solltest du dir eigentlich vorher mal antun? Ja, habe ich noch weniger Lust drauf, meinst du? Ich habe mal so einen Besuch mitgemacht. Ja. Also wird sicherlich im Laufe des nächsten Jahres dann mal im Kalender stehen, so ein Termin. Genau, aber ich habe jetzt vor der Aufstellungsversammlung für absolut unnötige Art für das, zu viel Energie in solche Sachen reinzustecken. Ich habe zwei gemacht, um mal zu sehen, wie es von der Arbeitsablauf ist. Und wir selber mal ein Bild machen. Und ist es so trocken?
du das möchtest? Danke. Also, das ist ein Gespräch. Ist okay. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der Anstieg auf die Frage. Ja, sicher. Also ich muss schon zugeben, wenn ich tatsächlich da eingewählt werden würde, dann müsste ich schon einiges umstrukturieren. Ich bin selbstständig, habe einen kleinen Betrieb eigentlich. Mir ist klar, dass ich dafür keine Zeit mehr hätte. Das heißt, ich müsste Leute suchen, die das statt meiner machen und so. Ist auf jeden Fall, ja, also, das ist mehr als ein Fulltime-Job, das ist mir völlig klar. Mhm. Bei den Piraten? Stärker einbringen. Ich mache mein Ding momentan auf einer organisatorischen Ebene, indem ich bei den Parteitagen Ihnen gerne mithelfe. Aus der Politik da oben, die Sie eigentlich machen sollten als Vorstand, versuche ich, beteilige mich momentan nur als Basismitglied, indem ich böse Tweets schreibe. Also von daher. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann wirklich selber drin sitzt im Parlament, dass man beinahe genötigt ist, sich auch in die Landespolitik der Partei stärker einzumischen. Ja. Ja, wobei bei uns die Politik ja eigentlich von der Basis auskommen soll und nicht vom Landesvorstand. Ich finde jetzt mal, dass Zusammenarbeit dann statt und wir haben verschiedene Leute da drin. Also das ist durchaus ein interessantes Thema, weil wir ja eigentlich wollen, dass bei uns die Basispolitik macht und nicht irgendwelche Vorstände oder Abgeordneten oder was. Andererseits sind Abgeordnete ja auch mit ihrem Gewissen verpflichtet. Das ist die Frage, wie willst du das machen? Man kann jetzt konkret sagen, ich werde freiwillig alles immer so machen, wie es in Mittwoch abgestimmt oder Pirate Feedback abgestimmt wird oder sonst irgendwie. Und das ist die andere Frage. Aber ich glaube, ich bin durchaus ein Mensch, der sehr gerne zuhört und andere Meinungen aufnimmt und erstmal was mit Leuten ausdiskutiert, die sich auch irgendwie besser auskennen. Und so haben wir es ja in der bisherigen Arbeit hier im Landkreis auch gemacht. Egal, ob es Windkraft oder sonst was war, habe ich einfach versucht, viel aufzusaugen, mich einzumischen, wenn ich eine Ahnung hatte, und ansonsten das in den Mund zu halten. Und ich denke mal auch, dass ich mir durchaus. Ich habe vorhin schon gesagt, auf vielen Gebieten der Expertenmeinung von der Basis ziehen muss. Sonst würde dann nicht mal politische Arbeit laufen. Ich rede viel mit Leuten, ich bin im Landkreis unterwegs. Ich stehe mit euch in einem regelmäßigen Dialog auf Arbeitstreffen, wenn wir mal eins machen. Und denke, also ich bin da jetzt nicht so der Einzige, der versucht, überall seinen Kopf durchzusetzen, sondern ich denke mal, ich passe da schon ganz gut rein. Ich liege mit allen Themen der Piratenpartei ziemlich gut übereinander, in meiner persönlichen Meinung. Und bin eben auch eigentlich bei jedem Thema gesprächsbereit und lasse mich gerne erklären. Also ich denke mal, da kämen wir schon klar mit einer gemeinsamen Linie der Partei. Ist bei der Frage, wenn ja, wir müssen noch Zeit schinden, um neun kommt die Presse des Foto. Also wir haben... Ja, jetzt noch so eine Standardfrage. Wie würdest du zwei unserer Kernprinzipien, nämlich Transparenz und Mitbestimmung, in den Landtag tragen? Ach du meine Güte. Darf man im Landtag twittern? Also gut, das wäre schon das Erste. Ja gut, es ist natürlich klar, oder es ist klar, in meinen Augen sollte diese Fraktionsarbeit, soweit es geht, auch öffentlich sein, also was man uns selber betrifft. Und alles Weitere wird natürlich schwierig, gegen die CSU, quasi Alleinregierung, erstmal irgendwas durchzusetzen an Ideen und Konzepten. Da müsste man auch schauen, was jetzt tatsächlich die Geschäftsordnung, die ich mir nicht angeschaut habe, erlaubt oder nicht erlaubt, was davon gerade ja, ob man das verbessern kann, umsetzen kann. Aber klar, ich bin schon ein Fan davon und das ist für mich auch eines der Kernthemen der Piratenpartei, den Leuten Politik wieder näher zu bringen und es den Bürgern immer leichter zu machen, sich zu informieren, also auch diese Transparenz herzustellen und auch sich daran zu beteiligen und was verändern zu können. So. Da sind wir natürlich momentan von der Gesetzeslage her in einem ziemlich engen Rahmen gefasst. Da werden wir jetzt auch nicht mit Personen nachher kommen, schnell was ändern können. Aber wir können natürlich unsere eigenen Vorgänge und Abläufe erstmal alle transparent machen und dann eben mal schauen, was die aktuelle Niveau hergeht und was wir an Einträgen einbringen können. Warst du schon mal Mitglied in anderen Parteien oder Parteien der Vereinigung? Nein.
Ja, es ist nur einmal offiziell gefragt, denn bei einem. Gut, ja. Ja. Wichtige Frage. Ist von euch eine Frage. Ja, wir könnten jetzt halt, also die absoluten Knaller müssen wir tatsächlich noch bringen. Also zum Beispiel, die steht so zu nee, will ich aber nicht wirklich wissen. So Homöopathie. Auch für mich kann dir gerne was beantworten. Ich bin da geschädigt, weil meine Mutter das nämlich draufsteht. Ja, sehr gut. Nein, ich pendle nicht mein Frühstück jeden Tag aus. Ich habe es auch nicht vorher zufällig. Haben wir noch für besonders schöne Fragen, die wir vom Astro-Universum. Ja, so wie ich dieses Zeitschnitt nur auch nicht. Das kriegt man lieber noch hier. Ja, das sehe ich auch. Okay, dann mache ich die offizielle Frage das letzte Mal. Möchte noch jemand kandidieren oder einen Kandidaten vorschlagen, weil es schließlich vielleicht die Kandidatenliste. Okay, hier ist nicht der Fall, dann ist die Kandidatenliste geschlossen. Wir haben insgesamt einen Kandidaten. Und zwar Tobias McFadden, alias Kalle. Ich hätte mir jetzt noch die anderen Wahlkreisbewerber und ein paar Minister aufgeschrieben gehabt, falls jemand gefragt hätte. Okay. Du bist echt fahrlos, Entschuldigung. Genau, dann wollte ich noch einen Wahlhelfer. Da hätte ich Nils vorgeschlagen. Der ist dafür, dass Nils Wahlhelfer haben gemacht. Ich denke mal, die Fragen waren schon alle. Okay, dann bekommt ihr gleich von Nils und mir, wenn ihr mit eurer Stimmkarte bei uns vorbeikommt, einen Stimmzettel. Er schaut so aus. Steht oben der Name von Tobias drauf und ihr habt die Möglichkeit, mit Ja oder mit Nein anzukreuzen. Wenn ihr Ja ankreuzt, seid ihr dafür, dass er als Stimmgeldbewerber für den Stimmkreis gewählt wird. Bei Nein lehnen wir ihn ab. Bitte nichts anderes draufschreiben, ich mache das nicht Stimme. Sind ungültig, auch nicht beides ankreuzen. Das Verfahren setzt ihr keine Kugelvoting zu. Und nicht den Namen ankreuzen. Genau, und nicht den Namen ankreuzen oder durchstreichen, weil das macht es schwierig, den Wählerwillen eindeutig festzustellen. Genau, dann teilen wir die erste Stimmzettel aus, dann kriegt ihr ein kleines Kreuz, auf eine Stimmzettel gemacht und danach zeigen wir die Wahlurne und eröffnen den Wahlgang und dann kommt ihr wieder mit Stimmzettel, mit Stimmkarte, mit Stimmzettel und dann. Könnt ihr es in die Uhr werfen? Okay. Dann bitte. Ja, so ist es. Ja, genau. Ja. Oder weiß wer, draußen geheim.
Haben alle glücklich? Ein helles hätte ich gerne. Unbedingt. Ja, das stimmt. Haben Sie die Studie gesehen, dass es kein Bein ist, oder? Das Ego werden das angeregt und war ein Schritt immer noch. Ja, natürlich. Ich weiß es auch nicht. Genau, wo du sagst, ja, du legst halt einfach die Geschlechter nicht fest, sondern jeder sagt halt, was er ist. Also da wird natürlich die große Gruppe Männer und Frauen und dann wird es halt Leute geben, die sagen zum Beispiel, sie sind einfach unsichtbar. Ist aber auch okay. Ne? Ja. Und dann habe ich das sortiert. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Oder hat schon jeder? Hört mal kurz in den politischen Diskussionen auf hier. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Okay, das ist nicht der Fall, dann ist der Wahlgang beendet und wir zählen jetzt aus. Ja, da darf man auch. Das ist ein Ding, komm, das ist ein Schwachsinn. Das ist überhaupt kein Schwachsinn, das ist nur ein anderer Schwachsinn. Weil, ja, nicht ja, weil, gar nicht mehr, gibt es keinen Streit mehr. Ja, die Leute müssen sich mir irgendwann einordnen. Wenn ich mich wieder mache, eine neue Liste, auch dann sieht natürlich auch meine Chancen, quotiert zu werden. Also aber steigt ja nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eher sagt, man kommt in oder ja, man ist in einer der großen Kategorien. Ja, das ist natürlich. Ja. Also werden dann nicht wieder Leute, die nicht in dieser großen Kategorien fallen, trotzdem. Ja, also der Kollege, der immer seine schwarze Brille aufgibt zum Beispiel, ich glaube auch, er würde da vermutlich sein Problem haben. Aber es ist immerhin, es ist flexibler als eine Quote, die nach irgendeiner Form biologisches Geschlecht oder ein genetisches also krasse Weise, aber es ist so. Wie ich dir schon geantwortet habe, die beiden Extremfälle, entweder jeder sagt, er ist neutral, ja, dann sind wir einige als Gruppe, aber hier macht eine Extra-Gruppe auf. Ja, und auf. Ja, dann kann ich aber, ja, aber wie kommst du denn, aber warum sollte es irgendwann im Zustand verbessern? Ja, es geht nicht um eine Quote, dass der Quote will, sondern es geht darum, irgendwie eine Gleichstellung und Gleichberechtigung zu schaffen. Genau, das wird aber passieren. Oh. Ja, wir haben jetzt normal am Hals. Oh Gott, das will ja kein Mensch. Ja, der Wahlhelfer. Okay. Deswegen machen wir das unter vier Augen. Damit das okay. Also wir haben ein Ergebnis. Es waren 8 akkreditierte Piraten da. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben. Es waren alle gültig. Es war keiner leer, also eine Enthaltung. Auch mit Ja haben gestimmt 8 Personen, mit Nein 0. Was damit die Mehrheit erreicht. Danke euch. Dann noch die letzte wichtige Frage. Hat irgendjemand Einspruch gegen die Wahl und das Wahlverfahren und die Versammlung? Wir mögen es bitte jetzt sagen. Okay. Dann ist das nicht der Fall und dann können wir das Protokoll zu vermerken und damit kann ich mich auf die Versammlung für die Landtagsaufstellung schon beenden und im Anschluss kommen dann die Bezirkskacken dran. Um diese ganzen Standardvorgänge mal korrekt abzubilden. Okay. Wenn jemand im Bezirk da kandidieren möchte, bräuchte ich als Kandidat dann noch die Zustimmungserklärung von demjenigen. Kann er sagen, ich soll kandidieren, ich tue es auch. Okay, dann bräuchte ich von dir noch eine Zustimmungserklärung. Hast du das für den Idee? Ich stelle es gleich ausgefüllt. Ich habe noch nichts ausgefüllt. Okay, kannst du die Zustimmung hier für den Bezirkstag? Aber weißt du was, wenn ich die Nummer habe, oder muss ich sie mir rausnehmen? Das ist die Anlage 6. Okay. Aber die gibt es ja immer für den Bezirkstag. Ja, das habe ich schon extra von diesem Ort. Ich bin 128. So. Muss gleich jeder durchschießen. Ja, machen wir das gerne. Ja, das heißt, kommt das Zeug auf dich auch. Komisch, so lange haben wir noch Netzen, oder? Kommt es gerade, weil ich kein Hotspot und lustig bin. Ja. So. Ja, ganz einfach. 50. Am 29. So, und das ist nämlich deswegen.
Teile sind natürlich. Wir reden jetzt nicht mehr von der Basis, sondern von dem Quoten. Ja, genau. Weil es sich ja zeigt, dass die Leute. Ich habe jetzt überhaupt kein Instrument, das steht da. Ich habe jetzt zumindest. Du bist es also, okay. Dass die Leute. Ich habe immer noch die Leute sich ja schon auch so ein bisschen freuen. Es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die das so feiern. Mach ich jetzt mal wieder an. Man könnte das natürlich auch aufweichen und sagen, man muss die Listen im Bereich über das Forum bringen. Kurz auf den. 5.250. München. Trotzdem führst du damit eine Benachteiligungsebene mehr ein, die quasi von der eigentlichen Kompetenz des Menschen an sich ablenkt, sondern eine Kategorie, die hier geteilt hat, weil da als Merkmal für eine Aufstellung mit reinbringt. Ja. Nur indem ich halt einfach praktisch getrennte Ausstellungen mache. Ich versuche die Plätze, die sind von Liste 1 zu besetzen. Von 2 so mache ich das zum Beispiel im Landtag auch, wenn du gesagt hast, es sind so viele Sitze für Oberbayern, so viel für Niederbayern und so weiter. Gut, wie machst du das jetzt, wenn du 10 Plätze zu besetzen hast und das dann bei der eigentlich klar für das Forum bei 5% kann? Dann hast du ja irgendwie ein Problem, weil du einen halben Platz zu besetzen hast für die und einen halben Platz zu gut, das da gibt es sicher ein Wahlverfahren, also das kann man sicher Wahlverfahren noch immer viel. Ja, schlimmer, wenn du mehr Rubriken hast, wenn du vielleicht mal Kategorien als Plätze. Das Problem habe ich ja zum Beispiel beim Parteivorsitz auch. Das können also nicht gleichzeitig immer nur vor sein. Also brauchst du eine Doppelstelle. Ja, klar. Das hätte ich dann natürlich. Ach, die Grünen. Ja, auch die richtigen Wahlsystem sehen. Ja, und also das muss ich jetzt auch sagen, also das ist wirklich die Urwahl. Das passiert nur aus dem Glauben. Was ist denn wohl? Ja, das hat man auch wieder ein großes Ding. Ja, ja klar. Und falsches Wahlsystem. Ja. Ja, genau. Warum mal? Gut, das sind die einzigen, die beim Wählen aus Bocken kommen. Ja. Dann wird nicht noch wieder so mit den Parteigeldern von den Abgeordneten. Ich bin sehr unzufrieden mit der Netzabdeckung hier. Dann können wir dieses Lokal nicht. Wie ist denn das Passwort? KV Starnberg. Die ersten beiden Buchstaben groß. Und den Screen nicht kaputt. Wenn er kaputt geht, ist er dann los. Weil die Leute schauen überhaupt. Eine Person. Nein, eine Person. Wer bist du? Oute dich. Das kriegst du gleich irgendwas anderes los. Genau. Von deiner Frau. Ja. KV Starnberg. Ja, die ersten drei Buchstaben groß. Super. Oh, ich schaue jetzt einfach, es hat sich getroffen. Ja, der Ball schaut aus Berlin zu. Ah. Oder? Schätze ich mal. Oder es war in München, mit der Fahrstadt. Ich bin schon mal wieder angefahren. Ich glaube, ein gelbes Rieder schaut zu. Da hat der Markus als Wahlleiter doch echt einen unfairen Vorteil genutzt und als Erster getwittert. Was? Das Ergebnis. Ja, ich kann doch mit die Kandidatur zurückziehen. Nein. Wie stehen wir denn da?
Das ist ja noch mehr gemeine Fragen, die ganze Bezirkstag ausgegeben werden sollen. Ja, zu wenig über Bezirkstag informiert, damit ich noch gemeine Fragen stellen kann. Das sind wir gleich. Nicht bei dir auf dem Tisch. Also, bitte. Du hast ja auch falsch drüber gesagt, das war die Kino nicht so recht. Ich habe wahrscheinlich die Wirklichkeit der Gemeinde ausgeschrieben. Die darf ja nicht selber unterschreiben. Kein geringer Tag. Ich habe schon wieder vergessen, ich habe enorm große Freude, die ich letztes Mal gehört habe. Ja, aber das muss der von der Gemeinde wissen, wenn er es selber bringt, weil ich müsste sonst erst zur Gemeinde schicken und die dann. Ja, aber er muss die Anlage 6 unterschreiben. Sonst kann man nicht kandidieren. Ja, das ist immer das. Das hat zum Teil mit anderen. Da kommen zum Teil dieselben Sachen oder nicht auf. Weil das natürlich jetzt gerade mit, also zum Beispiel mit der Alterssituation, das ist ja ein fremdliches Thema, das ist ja eine wahnsinnig zugenommen. Und da kommt dann praktisch ein Koppel, denn die Leute eh schon die dürftig häufig und dann auch noch psychisch krank und dann werden halt einfach über die Betten gebunden und einmal vorgehen und hat dann hier vorbei. Ich kenne die ersten drei Aufschläge zusammen, die müssen ich auch falsch gemacht. Kommt gleich raus. Du darfst Thank you.
gibt es nämlich nicht mehr. Leute da einen Schritt als hier. Okay. Oh, da ist ein Check. Das ist ein Video, aber ein Video. Nee, das ist ein Video. Das ist falsch. Nein, das ist ein Video. Das ist ein Video. Das muss der Wirt machen. Eine Durchstrecke. Ja. Ich hatte gehofft, dass noch sich jemand
engagiert und ich mich nicht hier herstellen muss, aber ich bin gerade nicht hier an Bord, ganz einfach. Hier brauchen wir auch, oder? Mein Anliegen ist eigentlich meine Generation. Meine Generation ist plus 60, plus 10, minus 10. Und ich habe manchmal das Gefühl, wieder nicht immer sehen, man hört überall. Also ich habe hier auch erledigt mit meinem kranken Schwiegervater. Ich habe einen Alkoholiker 7 Jahre betreut bis zu seinem Tod. Und ich kenne eigentlich die Behörden in- und auswendig, wie man da gegen die Wand läuft. Der Bezirkspark ist ein Gremium, das besonders für kranke Menschen Engagement erfordert und dem will ich mich auch stellen. Ich kann eigentlich nicht viel dazu sagen. Man muss mit der Aufgabe wachsen, wenn man reinkommt. Die Chance ist sehr gering und ich mache mir da keine großen Gedanken. Aber wenn ich reinkommen sollte, wenn die gerade so stark sein werden, dann stelle ich mich der Aufgabe und arbeite mich voll ein. Als Rentner ist natürlich nur die Frage der Zeit. dieses Jahr war ich sehr viel unterwegs, habe aber auch die Zeit genommen, als Schatzmeister die Aufgaben wahrzunehmen. Das will ich natürlich auch mit vollem Engagement. Und ich werde es schon schaffen, ich will es schaffen. So, das war meine Vorstellung, kurz und schmerzlos. Ich stelle mich für die Frage. Ja. Ich krieg das mit. Ja, gerne. Ja, auch wieder die Standardfrage: Mitgliedschaft in anderen Parteien, außer jetzt gelaufen und damals. Ich habe gesagt, ja, sonst nichts. Sonst nichts mehr. Ich war noch stellvertretender Feuerwehrkommandant. Bundeswehr. Bin ich dran? Wegen deinem zeitlichen Engagement zu Wahlkampfzeiten, auf welchem Wanderweg wirst du da dann sein oder bist du einigermaßen verfügbar? Ja, nein, da werde ich verfügbar sein und verschiebe meine Wanderwege. Das sind ja, wenn es nicht auf dem Flieger oder sonst was angewiesen ist, kann es zu Fuß erlaufen und das ist wurscht. Noch mehr Fragen? Thank you.
Nein. Sehr schön. Dann könnt ihr wieder zu mir rüberkommen, dann gibt es die Stimmzettel. Ja.
Möchte ich kurz das Ergebnis verkünden? Es waren 8 aggressiv
Vierte anwesend. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben. Davon waren alle gültig. Es gab eine Enthaltung. Mit Ja haben gestimmt 7 Personen, mit Nein haben gestimmt 0 Personen. Damit hat selbst die erforderliche Mehrheit erreicht und ist jetzt noch die letzte formelle Frage. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Okay. Gut, das war das ist auch noch gut. Jetzt noch die offizielle Frage. Hat jemand Einwände gegen die Versammlung und die Wahl von Sepp als Stimmkreisbewerber? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann kann das auch so protokolliert werden. Und wir sind damit durch und ich kann die Versammlung damit offiziell schließen. Vielen Dank für die super Zusammenarbeit. Die ging nicht schnell bei euch. Ich bin
Thank you.
Thank you.